Ja, Leute, heute ist immer wieder soweit. Ich muss mal wieder kochen für die Elke. Die Elke kommt gleich von der Arbeit. Hat sich gewünscht Fischstäbchen mit Püree und Salat. Ja, für mich ist das Problem eigentlich das Püree, weil die Elke, die mag eigentlich lieber ja, mit richtigen Kartoffeln das Püree und gestampft. Und das dauert alles. Und dann musst du Kartoffeln schälen und alles Mögliche. Habe ich keinen Bock drauf. Aber die merkt sofort den Unterschied, ob ich jetzt Instant-Püree genommen habe oder frische Kartoffeln. Ja. So, was wir dazu brauchen, klare Sache. Fischstäbchen habe ich in zwei Variationen da. Fischstäbchen habe ich einmal hier, vegane und einmal normale Fischstäbchen. Ja. So, ich mache das eigentlich mal. Wir haben noch nie vegane Fischstäbchen gegessen. So, und ich mache die einfach mal mit dabei. Mal gucken, vielleicht merkst du ja den Unterschied nicht. Ich bin auch gespannt, wie sie schmecken. Ich kenne es nicht. Ne? Okay. Milch. Alles klar. Butter. Habe ich alles hier liegen. Jetzt nur noch Kartoffel und dann sind wir eigentlich soweit. Warte. Ich gucke mal. Kartoffel haben. Ich wusste ganz genau, ey. Scheiße. Mann, jetzt muss ich noch zum Rewe fahren. Es ist so schon schwierig genug hier mit dem Stampfen und alles. Habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Ach ja, gut. Ja, ich fahre jetzt zum Rewe. Bis gleich. Ciao. Also, ich war beim Rewe. Ich habe natürlich keine Kartoffel gekauft. Ich habe mir was anderes geholt. Das stand auch da, wo es Püree gibt, als Pulver. Und zwar hier Kartoffelstampf im Glas von Vitalguru. Da steht drin, innerhalb von 2 Minuten fertig. Da steht drauf, innerhalb von 2 Minuten perfekt fertig. Sieht ein bisschen aus wie, ja, wie Pulver, gepresstes Pulver. Aber hier steht drauf, 2 Minuten in der Mikrowelle. Und dann ist das Zeug fertig. Okay. Ich probiere das jetzt einfach aus. Ich warte mal mit euch auf. Lecker. Riecht gut. Also, bleh. Also, es ist kein Pulver. Es ist Kartoffelpüree. Das habe ich aber auch nur gesehen, weil das so schön pink ist. Warte, ich zeige euch das mal. Voll pink. Krass, ne? Und so sieht das aus. So, so. Ich bin mal gespannt, wie das schmeckt. Sind 2 Portionen drin? Aber. Ja, Tachchaki. Ich bin noch nicht davon überzeugt. Naja, gut, okay. Ich werde das jetzt soweit vorbereiten. Ich fange jetzt erstmal an, die Fischstäbchen zu braten. Auch die veganen. Und ganz am Schluss mache ich dann halt, bevor die Elke kommt, mache ich das Kartoffelpüree mal warm. Ich hoffe, dass es schmeckt so, wie da drauf steht. Da steht drauf, dass das aus wirklichen Kartoffeln gemacht ist. Und ja, ich vertraue. Gekauft, muss ich ganz ehrlich sagen, ich kaufe immer so nach Gefühl. Also, wenn mir irgendwas gefällt, gucke ich nicht auf den Preis, sondern ich kaufe dann einfach. Wenn da drauf steht, ich sag mal, jetzt so wie hier Kartoffelpüree aus dem Glas und das Glas spricht mich an, dann nehme ich das. Und ich glaube, so sind viele Männer. Ja, viele Männer gehen in den Einkaufsladen hier zum, bei uns ist es halt der Rewe, und kaufen das, was schön aussieht. Ne, man sollte normalerweise immer unten kaufen. Also unten sind immer die Sachen, die eigentlich am billigsten sind, und oben in Augenhöhe sind eigentlich die Sachen, die eigentlich zu teuer sind, aber gut aussehen. So, und ich bin auch so einer. Ja, ja, ich gebe es ja zu. So. Ich kaufe wirklich die Sachen, die schön aussehen, die mir gefallen. Das hat mich angesprochen, neben dem ganzen Funny Kartoffelpüree. Das war pink, ich stehe auf pink, ist mir egal. Und ich kaufe auch meistens die Sachen, die irgendwo so in Augenhöhe sind. Ob das jetzt 1 Euro teurer ist oder nicht, habe ich schon oft einen auf den Sack gekriegt von der Elke, aber das ist mir egal. Guck mal, ja, zumindest spare ich jetzt. Ich musste Kartoffeln schleppen. Hey, gut, das ist jetzt schleppen. Aber ko schälen, kochen, mit Milch mixen, mit Butter mixen, mit Muskatnuss machen. Und wenn das funktioniert und das schmeckt, dann perfekte Lösung. Ja? Ist geil. Sie darf es nur nicht merken. Ne? Also, so gut muss es schmecken, dass sie es nicht merkt. Weil ich erzähle sowieso, dass ich das selber gemacht habe.
Kartoffelstampfen. Oh, oh. Na gut, okay, ich will euch hier nicht voll labern. Ich mache jetzt erstmal die Fischstäbchen. Bis gleich. Moment, ich muss ausmachen. Da sind sie, meine Fischstäbchen. Vegane, normale, normale, vegane. Das sind die normalen und das sind die veganen. Also die normalen, die sieht man daran, dass die lang und dünn sind. Und die veganen, die sind einfach was fetter. So wie ich. So, und ich hoffe mal, nee, die Wurst stimmt keinen. Ich sage einfach, wir hätten noch zwei Pakete gehabt. Und da wirst du jetzt gar nicht merken, dass das vegane sind. Das schmeckt die nicht. Aber das probieren wir aus, ne? Okay, bis gleich. Kartoffelpü. Ich brauche schon Löffel. Ist halt aufregend. Bin mal gespannt. 2 Minuten, sagt der Chef. Steht hier drauf. Aussehen tut es wie richtiges Kartoffelpüree. Schmecken tut es wie Erbsen und Möhrchen. Okay. Das ist klebrig wie Kartoffelpüree, wirklich. Das sieht gut aus. Das riecht gut. Was soll ich sagen? Wenn dazu schmeckt, wie ihr seht, jetzt warten wir 2 Minuten. Dann machen wir den Teller. Ich habe nämlich gerade gesehen, dass er gekommen ist. Habe ich Glück gehabt. Oh. Und da können wir auch schon essen. Dann erzähle ich dir einen vom Bär. Mal gucken, ob sie glaubt. Ich kann es aber nur glauben, wenn es schmeckt. Naja, gut. Das bereitet mir immer unheimlich viel Stress, wenn ich dafür die Eltern koche. Und ich will genau den Moment abwarten, bis sie wirklich reinkommen und kann direkt essen. Das ist schon für mich Stress. So, was muss ich jetzt? Das darf ich nicht vergessen. Ich darf nicht vergessen, dass ich das Glas wegwerfe. Ne? Da färbe ich das gleich in Müll. So, und das hier ist jetzt auch fertig. Warte mal. So. Die soll ja nichts merken. Jetzt packe ich mir deine Fischstäbchen auf. Und wie sagt der Chefkoch? Et voilà, gucken Sie sich an. Das ist eine wunderbare Esse. Ja, ist lecker. Sieht gut aus. Jetzt muss ich aber noch warten. Bevor die kommt, werfen wir das noch weg. Jetzt kommt sie, pass auf, jetzt wird das lustig. Hallo? Ja. Ich filme dich. Ja. Ich habe gekocht für dich. Und hast du Fischstäbchen gemacht? Ja, wollt's haben? Ja, schön. Ja. Boah, das riecht gut. Ja. Boah, da will er mich auch keiner durchschnitt, aber ist wahnsinnig. Ja. Was meinst du, was das für eine Arbeit war? Ich muss schnell die Hände waschen. Was meinst du, was das für eine Arbeit war? Boah, das war eine Arbeit. Ja, fand ihr ehrlich? Nee. Erzähl mal, was hast du denn alles gemacht? Hast du wirklich Kartoffeln geschält und so weiter? Ja, ja. Boah, hab ich alles auf mich genommen. Hab ich alles gemacht. Ne? Boah, das war eine Arbeit. Du hast Fischstäbchen, Kartoffelpüree ist ja keine Arbeit. Hast du das verloren hier? Was? Das Kartoffelpüree war ich. Hast du das verloren? Wie verloren? Ja, ups. Wieso? Das serviert man so. Ja. So, dann guten Appetit. Alle essen mit. Jeder isst nur das, was er kann und nicht seinen Nebenmann. Was hast du denn alles so sauber da? Hast schon alles weggeräumt? Aber weißt du, was das für eine Arbeit ist, Kartoffelpüree zu machen? Ja, ich weiß, was das für eine Arbeit ist. Ja. Aber ich glaube, wir hatten ja keine Kartoffeln mehr. Hast du noch Kartoffeln geholt? Ich bin in den Rewe gefahren, habe Kartoffeln gekauft. Oh,
toll. Butter hat man noch hier und Muskatnuss hat man hier, Milch hat man hier. Aber mit der Kartoffel, ich glaube, das waren nur noch 5-6 Stück. Genau, das war zu wenig. Aha. Dann Kartoffel kochen, Kartoffel stampfen, dann die Milch dabei, dann die Butter dabei. Da war es im Stress, wa? Ja, ich weiß doch. Ich will ja mal, dass ich wirklich fertig bin, wenn du kommst. Ja. Hat ja geklappt. Na, dann probier mal. Dann kann ich anfangen. Ja. Bin ich mal gespannt, was für die Duty macht. Das ist so komisch hier. Weiß ich nicht. Ja. So, ich mag das immer gerne zusammen, der Kartoffelpüree und die Fischstäbchen. Von mir aus könnte das auch untereinander geben. Mag ich gerne. Na und? Lecker. Da ist der Muskatnuss dran getan. Ja, aber nur ein bisschen. Ne? So einen leichten Hauch, weil ich ja nicht genau, weil ich genau weiß, du magst ja keinen Muskatnuss. Ne? Gerne. Ja. Aber so ein bisschen. Aber ist ein bisschen drin, habe ich reingetan. Ja. Ne? Also ich muss sagen, besser hätte ich auch nicht gekonnt. Schmeckt lecker. Hast du gut gemacht, Schatz. Bin stolz auf dich. Aber irgendwas kommt mir komisch vor. Also willst du mir wirklich erzählen, du hast das selber gemacht? Ja, klar, hab ich das selber gemacht. Wer soll denn sonst gemacht haben? Ist ja keiner hier. Bist du sicher? Ja, sicher. Weil, kein Topf da. Alles weggeräumt, gespült und weggeräumt. Du hast genau für 2 Personen Kartoffelpüree gemacht. Ja, ja, klar. Komm denn, hast du die Alina Kartoffeln gemacht oder so? Nee. Kannst ja im Müller mal gucken gehen, da liegen ja noch die Kartoffelschalen. Ich glaub dir irgendwie nicht, Frau. Wo gehst du denn jetzt hin? Ja, ein Mülleimer. Nee. Doch. Ich Quatsch, gehst du nicht. Ja, ich hab das Problem. Das ist halt irgendwie. Ich weiß es nicht. Ach, ich Idiot. Scheiße. Ja. Scheiße. Du hast mich scheiße, verarscht. Scheiße. Was ist das? Das ist, da war Marmelade drin. Kartoffelstampf, klasse. 2 Personen. Ich hab mir direkt gedacht, irgendwas kommt mir spanisch vor. Aber ich muss sagen, das schmeckt ja gar nicht. Also, gar nicht übel hier. Das schmeckt wirklich wie selber gemacht. Also, wo gibt es das? Das habe ich im Rewe geholt. Das stand da neben dem Funny-Zeug. Da, dem Pulver. Aha. Und dann habe ich mir gedacht, naja, komm, das steht drauf für 2 Personen, 2 Minuten fertig. Hab ich den einfach mal mitgenommen. Also ich muss sagen. Ich habe ihn noch nicht probiert, warte mal. Und wie musst du das machen? Ja, tust du nur in die Mikrowelle, aber. Da brauchst du nichts bei tun. Da sind ja Kartoffelstückchen drin. Hast du selber noch gar nicht probiert? Nee, ich habe die ganze Zeit gefüllt. Schmeckt gut, ne? Das schmeckt ja wie veganen Fischstäbchen. Hab ich noch gar nicht probiert. Probier mal. Mal gucken. Wir sind auf jeden Fall ein bisschen mehr gummimäßig, ne? Sehen aus wie Hackfleisch. Boah, die schmecken wie Hähnchen. Also, das ist nicht mein Fall. Die schmecken mir nicht. Also. Nee. Lecker. Ich mag die nicht. Boah, wie schmecken die denn? Ich hab meine Schätze schon mal probiert von dir. Da habe ich auch gesagt, ich mag das nicht. Boah. Nee. Aber der Püree ist gut, ne? Wie selbst gemacht. Der Püree schmeckt klasse. Mit dem Fischstäbchen, mit dem Salat. Und ich muss sagen, ich glaube, ich kaufe mir das. Würde das auch kaufen. Du nicht? Würdest du das nochmal holen? Der Püree aus dem Glas? Ja. Mhm. Also das ist echt eine gute Erfindung. Mhm. Ja, vor allen Dingen, wenn man abends spät kommt, muss man noch Kartoffeln schälen. Muss halt stampfen. Die meisten machen ja mit dem Pulver. Ja. Und vor allem, ich glaube, da ist auch gute Butter drin, ne? Keine also Ahnung. Ich muss sagen, der schmeckt wirklich wie selber gemacht. Wie ausgemacht, ne? Ja. Mhm. Also ich hätte das jetzt nicht gemerkt, Frank. Mir wäre jetzt nicht aufgefallen, wenn die Küche nicht so sauber gewesen wäre. Mhm. Weil ich sehe keinen Stampfer, ich sehe keinen Mixer. Alles schon in der Spülmaschine. Ja, ja, klar. Und dann für ihn noch für 2 Personen, ne? Mhm. Ich habe ja jetzt auch gegessen. Und ich muss sagen, das ist voll die perfekte Konsistenz, ne? Wie so Püree, nicht zu dünn.
Und nicht zu dick, oder? Es schmeckt perfekt. So klebriges Püree, wie man halt so Püree kennt. Und ich glaube, auch wenn du Kinder hast oder so, hast du mal mit das schnell so ein Gläschen aufgemacht. Mhm. Wir essen ja gerne mal Fischstäbchen mit Kartoffelpüree. Genau, oder Möhren untereinander oder was da alles gibt, ne? Ja, Spinat mit Fischstäbchen, Eier. Perfekt. Also. Na gut. Hab ich gut gekocht? Super. Ja, also mir schmeckt es und ich kann nicht meckern und hast du gut gemacht. Okay, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bis bald. Bis dann. Tschüss. Tschüss.